Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, auch Regierungsfraktionen dürfen die Landesregierung kontrollieren. Aber Herr Schemmer hat das richtig beobachtet. Es ist trotzdem nur Modeschmuck bei rausgekommen. Herr Ott hat die Große Anfrage als Grundlage bezeichnet und darauf einen guten, aber sehr allgemeinen Rundumschlag durch die Probleme gemacht. Immerhin kein Zerrbild, würde ich sagen. Und auch Frau Schneckenburger hat dann im Wesentlichen ausgeführt, was wir noch alles brauchen, wie die Quartiere aussehen sollen. Und auch Herr Breuer, auch Ihre vier Punkte sind eigentlich nur die eigenen Absichtserklärungen. Das mit den Allgemeinplätzen betrifft leider auch die Antwort auf die Große Anfrage. Die soll eben nicht, eine Große Anfrage soll eben nicht Thesen benennen, sondern Fakten liefern. An vielen Stellen wird grammatikalisch das Passiv verwendet oder auch ein unbestimmter Plural, wo doch eigentlich die Landesregierung stehen müsste. Und wenn die Landesregierung fordert, dass Einfluss genommen werden müsse oder dass Akteure sich an einen Tisch setzen sollten, dann fragt man sich schon, wer hier im Land eigentlich Politik umsetzt und die Lebensbedingungen gestaltet. Wer verbirgt sich hinter dem Passiv? Ein großer Unbekannter, ein Weltenretter, wer sind die Akteure? Und wenn die Landesregierung überhaupt einen Akteur konkret benennt, dann sind das die Kommunen. Im Zweifel also das schwächste Glied in der Kette. Herr Ellerbrock hat da gerade was ausgeführt. Wenn eine zukunftsfähige Wohnungspolitik also vornehmlich kommunale Wohnungspolitik ist und wenn die Akteure kommunale Akteure sind, na dann müssen die Akteure auch entsprechend ausgestattet werden. Aber gibt es dazu eine umsetzungsreife Aussage der Landesregierung? Nein, habe ich nicht gesehen. Und insgesamt bin ich hiermit am Ende und würde sagen, lassen wir mal die Allgemeinplätze sein und kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Dankeschön. Dankeschön, Herr Bayer.